grüße Sie. Es geht um Folgendes. Wir wollen eine Garage neu machen und brauchen einen Maurer. Oh, oh, wann wollen Sie die denn gemacht haben? Frag ich mal so. So schnell wie möglich. Da haben wir ein Problem. So schnell wie möglich. Warum? Da haben wir keine Kapazitäten, auch wenn es in Anführungszeichen nur eine Garage ist. Aha, warum? Wann könnten Sie denn frühestens? Ich sag mal, in 2-3 Monaten. Wer derzeit einen Maurer sucht, braucht starke Nerven. Zuerst in Frankfurt, dann in anderen Städten von Hessen, schließlich auf dem Land. Doch auch hier bekommen wir keinen früheren Termin. Offenbar sind die Maurer gut ausgelastet, denn in vielen Fällen nimmt gar keiner ab oder es kommt nur eine Ansage vom Band. Unser Büro ist zurzeit nicht besetzt. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und Ihre Telefonnummer. Wir wechseln die Branche und suchen nach einem Heizungsinstallateur. Wir haben einen Neubau und brauchen jemanden, der uns die Heizung installiert. Wir können in den nächsten 6 bis 8 Wochen nichts liefern. Wir sind rappelzu. 6 bis 8 Wochen? Und da kann man auch nichts machen. Nein, ich muss unsere Kunden bedienen. Die gehen im Moment vor. Fliesenleger, Klempner, Maler. Egal wo wir nachfragen, überall müssen wir mit monatelangen Wartezeiten rechnen. Doch am schlimmsten ist es offenbar bei den Dachdeckern. Nein, tut mir leid, es ist schwierig, weil das Gewerk Dachdecker sehr ausgebucht ist im Moment. Kollegenbetriebe sind bis August zu. Wie kann das sein? Wir fahren nach Wiesbaden und treffen dort einen Vertreter der gefragten Dachdeckerzunft. Eberhard Seidensticker. Seit über 30 Jahren führt er seinen Betrieb, aber so angespannt wie heute sei die Lage noch nie gewesen. Es liegt einfach daran, dass unsere Auftragsbücher voll sind, und zwar schon übergangsweise vom letzten Jahr in dieses Jahr hinein. Und wir sind alle bis auf Anschlag und ein Stückchen weiter. Im Moment beschäftigt Eberhard Seidensticker 6 Dachdecker, hat einen Azubi. Er würde gern mehr Kräfte einstellen, mehr ausbilden, doch es gibt keine Bewerber. Also wir haben ganz große Nachwuchsschwierigkeiten. Ich habe, wie gesagt, ich bilde jetzt den 2. Lehrling aus, seitdem ich selbstständig bin. Allein Lehrlinge im Dachdeckerhandwerk zu bekommen, ist schon relativ schwierig. Und sie dann bis zum Ende der Ausbildung zu führen, ist nochmal eine andere Hürde. Obwohl rein von der Bezahlung her ist das kein unattraktiver Beruf, gar keine Frage. Auch von den Weiterbildungsmöglichkeiten ist es hochattraktiv, ist krisensicher. Rund 2.200 Euro netto verdient ein Dachdecker mit ein paar Jahren Erfahrung. Doch viele wollen lieber studieren, meint Eberhard Seidensticker. Der Fachkräftemangel dürfte sich noch zuspitzen. In den nächsten Jahren geht jeder 5. Handwerker in Rente. Dem Kunden drohen in Zukunft noch längere Wartezeiten. Zurück in Frankfurt. Wir wollen wissen, wie ist es bei einem Notfall? Wir rufen Heizung- und Sanitärbetriebe in ganz Hessen an, täuschen einen Rohrbruch vor. Schwierig. Wir sind voll bis oben hin mit unseren Kunden. Und selbst bei einem Notfall machen Sie keine Ausnahme? Wenn es unsere Kunden sind, dann sofort. Im Moment sind wir voll bis oben hin. Selbst im Notfall ist der Kunde derzeit offenbar aufgeschmissen. Nicht nur meine Erfahrung. Emily Zimmermann ist mit ihrer Familie vor kurzem in ihr neues Haus in Frankfurt-Harheim gezogen. Ein halbes Jahr später als geplant. Und dann wollten die Probleme gar nicht mehr aufhören. Und dann haben wir festgestellt, wir haben hier ein Rohr vom Dachgeschoss. Das ist von der einen Dusche. Die hatten vergessen, den Abwasserrohr zuzumachen. So, das heißt, bei jeder Dusche 2 Wochen lang ist der Wasser einfach in die Bodenplatte reingegossen. Mussten Sie auch sehr lange überhaupt auf die Handwerker warten, bis die überhaupt gekommen sind? Ja, wir mussten dauernd hinterher anrufen und fragen, wo sie bleiben. Und das monatelang, obwohl das Wasser immer wieder auf allen 3 Stockwerken kniehoch stand. Außerdem fackelte der Bodenleger die Heizung ab, weil er versehentlich ein Loch in die Leitungen bohrte. Bis heute funktioniert die Heizung nicht richtig. Emily Zimmermann hat eine Mängelliste mit 40 Posten. Ich denke, das ist einfach, dass die zu viele Aufträge nehmen. Die Handwerker, die vielleicht überschätzen sie sich selbst, weiß ich nicht. Die wollen das Geld, da scheidet es an Qualität. Dann, wenn man einfach zu viel zu tun hat, fehlt die Qualität. Ein Einzelfall? Wohl nicht, wie wir auf Nachfrage in anderen Neubaugebieten erfahren. Im Moment wird sehr viel gebaut, deswegen ist der Mangel an Handwerkern auf dem Bau besonders groß.
Wir fahren nach Wiesbaden zur Handwerkskammer, treffen dort den Justiziar. Markus Theil erzählt uns, es gibt mehr und mehr Beschwerden von Kunden pro Jahr. Der Verbraucher wird kritischer. Wir haben auch viele Unternehmen, die nicht mehr sehr ordentlich bauen oder arbeiten. Im vergangenen Jahr gab es rund 800 Schlichtungsverfahren in Hessen, ein Anstieg von bis zu 10% gegenüber dem Vorjahr. Meist gehe es um zu hohe Rechnungen oder Pfusch am Bau. Es ist in der Tat so, dass wir gerade auch mit bulgarischen, polnischen oder sonstigen Betrieben fast noch mehr Probleme haben. Es gibt eine Menge handwerksähnliche Gewerbe, Bodenlege, Holz- und Bautenschutz oder ähnliches, wo die Leute dann Wohnungen, Häuser tapezieren, Stuckarbeiten ausführen, Dächer decken. Ne, alles natürlich ungelernt, ne, und das Ergebnis sieht man dann in vielen, vielen Fällen. Schuld daran sei vor allem die Abschaffung der Meisterpflicht in den meisten Handwerksberufen vor fast 15 Jahren. Hier werde kaum mehr ausgebildet, der Nachwuchs fehle und das bei dem Bauboom derzeit. Das locke Betriebe aus dem Ausland an, Subunternehmen würden gebucht, ein Kompetenzverlust drohe. Auch Handwerker wie Eberhard Seidensticker spüren das. Er muss öfters Reparaturarbeiten übernehmen, weit mehr als früher. Wenn wir nicht bald Nachwuchs haben werden, und zwar extrem viel Nachwuchs, werden wir ein Problem bekommen. Dann sind nämlich wirklich viele nicht ausgebildete Leute, die dann aufs Dach springen und dann halt genau das machen, was wir vorhin gesagt haben, nämlich dass dann Fehler passieren, die den Kunden dann letztendlich teuer zu stehen kommen. Die Lage ist dramatisch. Jetzt ist auch die Politik gefragt, eine Lösung für den Fachkräftemangel im Handwerk zu finden.